Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn eine Familie Besuch erwartet und die Kinder voll mit dabei sind, dann kann es passieren, dass sie entweder beim Fenster oder am Balkon oder bei der Haustür schon warten und immer wieder nachschauen gehen, ob er oder sie denn endlich kommt. Ich kann mich erinnern, in meinen Kindertagen bei uns zu Hause war es das Fenster, wo man runterschauen konnte ins Tal und dann manchmal schon geschaut hat, ah, das könnte das Auto sein, das jetzt abgebogen ist, der zu uns kommt. Diese Sorge, dieses Hingehen zur Tür hat auch etwas Gutes, denn ein erwarteter Besuch sollte doch nicht vor verschlossenen Türen stehen. Er sollte nicht erst lange klingeln müssen oder im Regen stehen, bevor er Einlass findet. Im heutigen Evangelium ist es wieder mal ein Herr, der auf Reisen geht und der jedem seiner Knechte eine bestimmte Aufgabe anvertraut. Dieses Bild begleitet uns nun schon einige Sonntage immer wieder. Das Bild, das Christus verwendet, ein Herr, der auf Reisen geht und anderen das Seine anvertraut, ist natürlich ein Bild für Christus, der als Auferstandener, der nach der Himmelfahrt nicht mehr so direkt präsent ist wie in der Zeit davor und der seinen Knechten sein Haus anvertraut, der der Kirche, der uns als Christinnen und Christen sein Haus anvertraut. Sein Haus, am Anfang spricht er als Kind davon, dass das der Tempel ist, das Haus seines Vaters. Und eine besondere Rolle wird hervorgehoben, nämlich der Türhüter. Der Türhüter, der hat es mir angetan. Vor einigen Jahren ist mir aufgefallen, wir kennen sie ja auch, die Türsteher bei Veranstaltungen oder in Diskotheken und Lokalen. Aber der Türsteher, der ist dafür zuständig, dass niemand falsch hereinkommt. Der Türhüter im Evangelium ist dafür zuständig, dass die Tür offen bleibt, wenn Christus kommt. Also es ist fast ein gegenteiliger Auftrag, den hier der Türhüter einnimmt. Wachsame Türhüter sein. Wachsame Türhüter sein, die aufpassen, dass die Tür für Christus offen bleibt. Das ist die Aufgabe, an die wir im Advent erinnert werden. Das ist die adventliche Aufgabe des Wartens und des Erwartens. Für uns, die wir das Haus für unseren Herrn in Schuss und gut bewohnbar halten sollen. Die Wachsamkeit, die dabei gefordert ist, ist im Bild gesprochen, dass er jederzeit kommen kann. Die Wachsamkeit betrifft aber auch für uns, dass er in ganz unterschiedlichen Formen zu uns kommen kann. Dass wir Christus in ganz unterschiedlicher Weise begegnen können. Dass wir für die verschiedenen Weisen, ihm zu begegnen, auch wachsam bleiben sollen und können. Da ist die Begegnung mit ihm in der Eucharistie, die uns oft als erstes einfällt. Ebenso die Begegnung mit ihm im Hören und im Lesen der Heiligen Schrift, ob hier gemeinsam oder in der persönlichen Lektüre. Die Begegnung mit ihm in Zeiten der Stille, in Zeiten, wo wir mal nicht von außen beschallt werden, was in unserer Zeit durchaus selten und herausfordernd geworden ist. In jeder Lebenssituation kann er zu uns kommen und sprechen, auch bei der ganz praktischen Arbeit etwa. Oder
wie uns das Evangelium vom Christkönigssonntag vergangene Woche erinnert hat, in jedem Armen, in jedem Hilfsbedürftigen, der uns begegnet, ist Christus da und fragt nach Einlass. Seid wachsame Türhüter, die schauen, dass die Tür offen ist für ihn. Dabei ist die Wachsamkeit, von der hier die Rede ist, eine sehr gelassene Grundeinstellung. Das ist nicht, muss nicht das ständige Hinlaufen zur Tür der kleinen Kinder nachspielen. Es ist eher die Grundwachsamkeit, Dinge auch am Rande wahrzunehmen und dann zuzulassen, wenn sie da sind. Das Bild, das mir dafür eingefallen ist, für das, was hier mit Wachsamkeit gemeint ist, ist die Situation von Eltern mit kleinen Kindern in der Nacht. Obwohl die Eltern schlafen, nehmen sie oft schon die ersten und kleinsten Geräusche ihrer Kinder wahr. Das ist Wachsamkeit. Obwohl wir mit etwas beschäftigt sind, am Rande doch wahrzunehmen, da gibt es jemand, der mich braucht. Da ist ein besonderer Moment, der mich mit Gott verbindet. Wachsamkeit, also nicht als ständiges zur Tür laufen und angestrengtes Wahrnehmen, sondern Wachsamkeit als das Grundvertrauen, Wachsamkeit gewachsen aus dem Grundvertrauen zu Gott, das die Offenheit im Hintergrund behält. Er ist immer mit uns unterwegs, halten wir ihm die Tür immer offen. Amen.